Herzlich willkommen bei 3-4 mehr Finanzbildung, eine Initiative der Schufa Holding AG. Ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben, obwohl wir es anders geplant hatten. Sehr gerne wären wir mit Ihnen jetzt zusammen hier in Berlin gewesen. Das wäre rappelvoll gewesen. Die Bude hätte wirklich gekracht und wir hätten viel Spaß. Und jetzt haben wir digital viel Spaß. Zum Glück gibt es diese fantastischen Möglichkeiten. Bei uns ist Dr. Ole Schröder, der Vorstand der Schufa. Serena Holm ist mit da. Kai Donau ist mit da, die das alles mit organisiert haben. Das Team von Hollywood. Ich begrüße schon einmal ganz kurz Dr. Carsten Bodeser. Auch das haben wir geschafft aus dem MdB, aus dem Wahlkreis Oberbergischer Kreis. Haben wir auch technisch in den letzten Minuten noch hinbekommen. Und natürlich die Jury, Birgit Birkin, Thomas Sonneborg, Luna Wenzel und Professor Piakowski. Und natürlich begrüße ich Sie und euch. Warum sage ich Sie und euch? Sie, weil es sehr, sehr viele Einrichtungen sind, die wir fördern können, die mit dabei sind. Und euch, weil eben auch sehr viele junge Menschen mit dabei sind. Denn das ist das Tolle an dieser Initiative 3-4 mehr Finanzbildung, dass wir ganz nah dran sind bei den Leuten. Das war meine ganz kurze Vorrede. Und ich bitte nochmal alle, die im Moment nicht sprechen, ihre Mikrofone stumm zu schalten. Das reduziert ganz enorm die Störgeräusche und würde dann gerne übergeben an Dr. Ole Schröder. Guten Morgen, Herr Schröder. Ich wink mal rüber. Guten Morgen aus Wiesbaden. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank an die Jurymitglieder. Vielen Dank vor allem an Herrn Brodasser, der heute trotz Sitzungswochen bei uns ist. Danke an alle Teilnehmer. Ich bin Ole Schröder. Ich bin Mitglied der Schufa Holding AG und auch Teil der Jury gewesen. Wir wollen heute die jungen Menschen, sozialen Einrichtungen und Schulen bekannt geben, die wir im Rahmen unseres Programms in den kommenden Monaten fördern wollen. Eigentlich haben wir dafür natürlich ein großes Event geplant. Die Entwicklung der Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gezogen. Vielen Dank, dass wir es dennoch geschafft haben, jetzt auf dieses digitale Format umzusteigen. Uns ist es wichtig, dass wir trotz der widrigen Umstände Ihr großartiges Engagement auszeichnen können. Sie verdienen wirklich unsere Anerkennung und vor allen Dingen unsere Unterstützung. Das Ziel war es und ist es, für uns als Schufa dort zu helfen, wo die Folgen der Corona-Pandemie ganz besonders schwierige Auswirkungen hatten, nämlich denjenigen zu helfen, die besonders abhängig sind von den staatlichen Bildungseinrichtungen. Und die sind ja am Anfang in der ersten Welle der Pandemie geschlossen worden. Das war höchst problematisch und hat natürlich Spuren hinterlassen. Und ich bin sehr froh, dass die Politik jetzt deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass gerade diese staatlichen Bildungseinrichtungen offen bleiben. Wir haben deshalb das Programm 3-4 mehr Finanzbildung ins Leben gerufen. Wir haben uns natürlich gefragt, wie wird die Resonanz eigentlich sein? Und in den folgenden Wochen hat sich dann gezeigt, dass hier ein großer Bedarf vorhanden ist an Unterstützung. Die Resonanz war wirklich sehr groß. Es gab viele Nachfragen, die an das Projektbüro eingingen. Zahlreiche überzeugende und auch sehr bewegende Bewerbungen haben uns erreicht. Wir hatten auch ein paar wirklich sehr, sehr überraschende Projekte dabei, beispielsweise Musiker als Teil sozialer Arbeit. Wie so etwas klingt, wird uns später einer der künftigen Stipendiatinnen im Live-Act demonstrieren. Die Auswahl fiel uns der Jury also wirklich nicht leicht. Ich möchte mich nochmal für die Arbeit der Jury-Kolleginnen und Kollegen bedanken. Vielen Dank an Birgit Birken, an Thomas Sonnenburg, an Professor Dr. Michael Burkhardt-Piakowski und an Luna Wenschel und natürlich an Thomas Schmidt, der mit seinem Team von Hollywood das Programm auf den Weg gebracht hat. Ganz besonderen Dank an Herrn Carsten Brodersen, Mitglied des Deutschen Bundestages, vielen und dort auch Mitglied im Finanzausschuss. Er hat auch in seinem Wahlkreis eine Einrichtung, die gefördert wird von uns. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit heute
dieses Projekt natürlich auch unterstützen und die Bedeutung. Danach komme ich und danach kommt. Sie haben Sitzungswoche, ich weiß, was das bedeutet. Danke also, dass Sie sich diese Zeit nehmen. Das ist wirklich alles andere als selbstverständlich. Nun möchte ich an Thomas Schmidt weitergeben, der uns die geförderten Einrichtungen und die Stipendiaten vorstellen wird. Vielen, vielen Dank, Dr. Schröder, für die einführenden Worte. Und ich bin wirklich selber auch immer noch überrascht, was wir für tolle Projekte haben. Wir wollen beginnen mit dem Projekt W2 Lokal. Wir haben ja quasi innerhalb der Initiative 3 für mehr Finanzbildung 3 Bereiche, die wir fördern und wo wir unterstützen. Und ich beginne also mit W2 Lokal. Dort geht es um soziale Einrichtungen und Engagement im Bereich Finanzbildung. Und ich bin ganz froh, dass wir in dem Moment, wo wir das jetzt gerne auch verkünden wollen, die Einrichtungen, dass ich im Vorfeld letzte Woche ein Interview führen konnte mit einer der ausgewählten Einrichtungen. Bei mir war Frau Mörs von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung e.V. in Berlin. Und wir konnten, wie man so schön im Fernsehen sagt, im Vorfeld ein kleines Gespräch führen. Und ich würde die Regie bitten, doch kurz den Film abzuspielen. Film ab. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich will gleich zur Sache kommen. Was war Ihre Motivation, sich bei 3 für mehr Finanzbildung in dem Programmpunkt zu bewerben? Wir haben uns zusammen mit der AWO in Göttingen beworben. Da ist mein Kollege Thomas Bode im Projekt Finanzcoach, heißt es, glaube ich, in der Schuldnerberatung tätig. Und wir haben uns ganz häufig schon darüber ausgetauscht, dass die Nachhaltigkeit in der Schuldnerberatung bisher immer nur zweidimensional gedacht wird. Mhm. Nachhaltigkeit ist ja normalerweise dreidimensional, also Ökologie, Soziales und Ökonomie. Und Soziales und Ökonomie können wir schon gut abbilden in der Schuldnerberatung und machen das eben auch in dem lokalen Projekt Finanzcoach. Aber die ökologische Variante oder Dimension, die findet bis jetzt ganz wenig Beachtung und das wollten wir gerne ändern. Okay, das ist ja eine ganz wunderbare Geschichte, gerade weil wir uns in diesem Jahr mit diesem Thema auch in der Wirtschaftswerkstatt beschäftigt haben. Was sind Ihre nächsten Schritte ganz konkret? Na, wir haben uns überlegt, wir würden gerne eine konkrete Checkliste basteln, die alle Schuldnerberatungsstellen bundesweit für sich nutzen können. Und diese Checkliste soll 3 Bereiche umfassen. Der erste Bereich ist, was kann der Arbeitgeber tun? Und da denken wir zum Beispiel an sowas wie vegetarisches Essen in Sitzungen oder auch Pendlermöglichkeiten durch Jobratförderung und so weiter zu steigern oder auch ein Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln für die Beratungsstelle. Der zweite Teil wird sein, was kann die Beratungskraft tun? Das wäre dann, um bei der Analogie zum Jobrad zu bleiben, zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder Dienstreisen auch zu überdenken und stattdessen vielleicht auch mal virtuelle Formate für Fortbildungen zu verwenden, Ausdrucke zu sparen und so weiter. Und der dritte Aspekt soll sein, und das ist auch der, der vermutlich am lokalsten ist, was kann der Ratsuchende tun oder wie können wir in der eigenen Beratungsarbeit im Finanzcoaching den Aspekt Nachhaltigkeit mit aufgreifen? Und da denken wir zum Beispiel an Foodsharing-Projekte, die wir vorstellen können und wo jede Beratungsstelle für sich gucken kann, welche Projekte gibt es lokal bei mir in der Gegend? Und so, solche Fragen wollen wir in der Checkliste gerne aufnehmen, wollen dazu anregen, dass man auch die ökologische Dimension in der Beratung mehr einbezieht und auch zukünftig als Argument für die Ratsuchenden mehr mit in die Beratung aufnimmt. Das ist unser Ziel und als nächsten Schritt machen wir das dann, indem wir das veröffentlichen in der Zeitschrift, die wir als Bundesverband eben herausgeben und damit quasi viele lokale Partner noch mit einbeziehen können. Sehr schön. Vor allen Dingen auf den letzten Teil freue ich mich sehr, weil ich da auch ganz große Chancen sehe. Tatsächlich für die Menschen, die in schwierige finanzielle Lage geraten sind, ist das eine gute Hilfe zu sagen, ihr könnt hier auch nachhaltig euch engagieren ohne viel Geld. Nachhaltigkeit heißt nicht immer nur viel Geld haben. Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch offen hätten, können Sie uns was mit auf den Weg geben?
Ich glaube, das, was Sie eben auch schon ein bisschen angesprochen haben, nämlich, dass wir möglichst viele Menschen damit erreichen, sowohl bei den Beratungskräften, wie auch bei den Arbeitgebern, wie auch bei den Ratsuchenden. Und dass wir es vielleicht auch schaffen, da an den Werten ein bisschen zu arbeiten und wirklich eben die ökologische Dimension mehr in den Vordergrund zu kriegen, wenn es um das Thema Finanzbildung geht, dass es nicht nur um Sparsamkeit, um Armut und so ernste Fragen, die so negativ besetzt sind, geht, sondern auch um die positive Besetzung. Wir können ja auch was Gutes tun. Wir können uns dafür einsetzen, dass wir eben nachhaltig und ökologisch handeln. Sehr schön. Ich glaube, das brauchen wir alle ins Positive, sozusagen auf den positiven Teil des halben Glases immer zu schauen und zu sagen, lasst uns gemeinsam was erreichen. Vielen, vielen Dank, Frau Moers, für das kurze Interview. Danke auch. Ja, this is magic und da bin ich schon wieder zurück. Vielen, vielen Dank, Frau Moers, für das tolle Interview. Ich würde jetzt gerne zur Nennung der ersten Einrichtungen kommen. Das machen wir so. Wir schalten Anja Mons mit dazu vom Projekt Büro. Ich schaue mal, ich sehe Sie schon bei mir im Bild, dann kann man Sie mal groß machen. Herzlich willkommen, Anja. Hallo. Guten Morgen. Was für eine Aufregung immer vor solchen Veranstaltungen. Das, also das Lampenfieber scheint gleich zu bleiben, wie bei einer echten Veranstaltung. Aber nun bist du dran. Fang doch mal an, uns die ersten Einrichtungen zu nennen, die gefördert werden. Ja, ich freue mich, dass ich diese Aufgabe heute bekommen habe, unter diesen doch sehr, sehr, sehr vielen Bewerbungen auch eine ganze Menge von Projekten und jungen Leuten zu nennen. Ich möchte mal da weitermachen, wo wir angefangen haben, nämlich mit W2 Lokal und der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung aus Berlin. Mit ihr die Schuldnerberatung der AWO Göttingen, IB Südwest G GmbH, AWO Bezirksverband Unterfranken, Diakonisches Werk Wesel, Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft, AWO Kultur Live, Schuldner- und Insolvenzberatung der AWO Kreisverband Mittelfranken Süd e.V., Kulturleben Hochtaunus, Verein für kulturelle Teilhabe e.V., die Rheinflanke und Be an Angel e.V. Wahnsinn. Das waren die ersten rund 10. Ich habe, glaube ich, einigermaßen mitgezählt. Und ich erinnere mich sehr gut an unsere Jury-Sitzung, weil wir haben dort etwas Besonderes gemacht. Es gab Herzensprojekte und wir haben uns überlegt, die alle jetzt runter zu rattern. Das geht ein bisschen schnell. Vielleicht nennen wir mal ein paar Herzensprojekte. Und eins, was mir wirklich sehr eindrucksvoll hängen geblieben ist, das ist der Be Angel e.V. in Berlin, die hier einfach eine Art Vereinsrestaurant, den Kreuzberger Himmel, gegründet haben mit jungen Auszubildenden. Und die natürlich erstmal lernen müssen, auch mit Finanzen hier in diesem wunderbaren Land umzugehen. Und gerade die Auszubildenden sind da häufig überfordert und viele von ihnen wollen sich vielleicht und hoffentlich ist es auch bald wieder möglich, selbstständig machen, vielleicht den Catering-Service gründen. Und das ist einigen Jurymitgliedern aufgefallen. Das ist ein Herzensprojekt, Be Angel. Anja, du kannst weitermachen. Dann hebe ich meine Stummschaltung wieder auf. Es geht weiter. Kulturleben Hildesheim e.V., Kultur Regensburg e.V., Caritasverband Geldern-Käveler, Diakonie Wuppertal, Soziale Teilhabe GmbH, Kulturliste Düsseldorf, Kulturleben Berlin gleich mit zwei Projekten, einmal mit Frauen und Familie und einmal der Werkstatt Utopia, die Schuldnerberatung Löhne Flotho und nochmal die Schuldnerberatung mit einem ganz besonderen Projekt. Thomas, das ist wieder dein Part. Genau, das ist mir auch als Herzensprojekt hängen geblieben. Die Jurymitglieder fanden es sehr interessant, dass die Schuldnerberatung Löhne Flotho sich darum kümmert, Familien zu unterstützen, die planen, ein Eigenheim oder eine Wohnung, also ein Stück Immobilie zu erwerben. Dort kann man viel richtig, aber auch viel falsch machen und ich finde das wunderbar. Wir brauchen gerade Unterstützung für junge Familien. Die Chancen jetzt, eine Immobilie zu erwerben, sind ja ganz gut, weil die Kredite sind weit unten. Andererseits sind gerade in Großstädten die Preise angezogen. Und es gibt viele, sage ich mal, auch Stolperfallen und deshalb freue ich mich auch sehr über dieses Projekt. Es war ein Herzensprojekt. So, Frau Mons, jetzt können Sie gerne wieder. Gut, dann machen wir weiter. Kultur für alle in Stuttgart, Bildungsfestival, die Kulturtafel in Erlangen, AWO-Kreisverband München, das H-Team oder H-Team, das war mir nicht ganz klar, die Kulturloge Dresden und Kultur für alle e.V. Von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns. So, das sind 27 Organisationen, die innerhalb der Wirtschaftswerkstatt unserer Initiative hier unterstützt werden. Sie werden mit einem ganz schönen Budget unterstützt, aber sie erhalten neben den tatsächlichen Barmitteln, die man braucht,
um Projekte erfolgreich umzusetzen, auch noch ein Coaching von uns. Und von uns heißt aus der Initiative heraus. Das heißt, wir wollen ein Netzwerk gründen, wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten, wir wollen Sie nicht alleine lassen, wir wollen aber auch, dass andere lernen von Ihren tollen Umsetzungen. Und das Schöne ist dabei, dass es so vielfältig ist. Vielen Dank. Kommen wir weiter zu der zweiten Teil von 3-4 mehr Finanzbildung, das ist Social Up. Hier haben wir etwas gemacht, etwas gestartet, was ganz neu ist für uns selber als Non-Profit-Organisation, für die Schufa, aber auch für die Wirtschaftswerkstatt. Wir haben uns nämlich entschieden, ein Stipendienprogramm aufzusetzen, weil wir glauben, dass es Schülerinnen und Schüler, aber auch Auszubildende und Studentinnen und Studenten in der Pandemie gerade in bestimmten Bereichen sehr schwer haben. Im Vorfeld haben viele zu uns gesagt, seid ihr verrückt, wie wollt ihr das machen? Das ist ein riesiger Aufwand, ihr müsst das alle managen. Ja, das ist ein großer Aufwand, aber es lohnt sich. Das haben auch schon die Bewerbungen gezeigt. Und ich freue mich, dass ich mit einem der Beteiligten auch ein Interview führen konnte. Ich schaue mal rüber in die Regie. Wie sieht's aus? Ist das Video startklar? Dann sage ich wieder, Film ab. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Du bist Student der sozialen Arbeit. Du engagierst dich, das hast du uns vorgestellt. Und ich kann dir verraten, du hast ein Herzchen bekommen von einigen Jurymitgliedern. Du bist eines unserer Herzensprojekte. Aber bevor wir dahin kommen, ist jetzt noch mal meine erste Frage. Warum hast du dich eigentlich beworben bei unserem Stipendienprogramm? Ja, mein Projekt verbindet verschiedene persönliche Anliegen von mir. Das ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund oder auch sozial benachteiligten Bereichen der Gesellschaft und vor allem die Arbeit mit Menschen in finanziell schwierigen Situationen. Das sind Themen, die mich einmal als Student der sozialen Arbeit beschäftigen und interessieren, aber auch Themen, die mich persönlich betroffen haben. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, als jemand, der mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen ist und eine neue Heimat gefunden hat, kann ich diese Erfahrung, die ich mitgenommen habe, mit anderen Menschen teilen. Mhm. Du nennst ja dein Projekt 15 Minuten Finanzwissen. Genau, es soll ein niedrigschwelliges Projekt werden für Kinder und Jugendliche, das bewusst ein sehr kleines Format annimmt, um niedrigschwellig zu sein, um einen ersten Raum für Fragen zu öffnen und Anregungen zu geben. Okay, jetzt kriegst du da die Förderung und wie sind so deine nächsten Schritte? Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du dir das so vorstellst und vielleicht kannst du auch noch sozusagen so das Format nennen, wie diese 15 Minuten Finanzwissen aussehen. Ich bin gerade dabei, aus der Grundidee ein Konzept zu machen und das sind vor allem zwei Fragen, einmal die Inhalte und die Formen. Bei den Inhalten bin ich dabei, mich über einzelne Themen zu informieren, wo es ums Sparen geht, ums Taschengeld, um die ersten Ausbildungsbezahlungen, das wären die möglichen Themen. Mhm. Und spannend ist jetzt die Form. Auch aufgrund der aktuellen Situation, die Corona-bedingt ist, muss ich vielleicht Anpassungen vornehmen. Ursprünglich hätte ich gerne vor Ort mit kleinen Gruppen und sehr offen und interaktiv mit den jugendlichen Kindern gearbeitet. Und jetzt bin ich am Schauen, wie das auch mit den Kooperationspartnern, mit den Stadtteilbüros in Worms umsetzbar ist. Das finde ich toll, dass du auch vernetzt bist. Das hat uns auch gefallen mit den Organisationen in Worms. Das braucht man auch. Und so wie du gerade rüberkommst, ich glaube, wir machen uns überhaupt keine Sorgen, dass es einen Transport ins Digitale geben wird. Also da wirst du mit deinem Lächeln viele, viele aufschließen. Ich kann dich also nur motivieren, auch wirklich da reinzugehen und dir das zu trauen, auch im Digitalen. Ich kenne sowas nicht, 15 Minuten Finanzwissen für alle. Ich biete jetzt schon an, dass wir das über unsere Kanäle der Wirtschaftswerkstatt breit streuen. Prima, wenn du jetzt auch einen Wunsch noch hättest, wo du sagst, außer dass sozusagen du bist jetzt dabei, du bist unser Herzensprojekt, eines unserer Herzensprojekte. Was würdest du auch für die Zusammenarbeit dir wünschen? Die Offenheit und vielleicht auch gute Tipps, um mit den eben Medien, mit vielleicht auch neuen Formen für mich besser zurechtzukommen. Wunderbar. Ich glaube, dass wir das gut schaffen. Und vielleicht liegt ja in dieser Zeit, wir wollen ja positiv enden, auch eine ganz große Chance,
weil möglicherweise hättest du in Worms nur eine gewisse Anzahl von Kindern ja erreichen können, weil so eine Region ist begrenzt. Und wenn wir jetzt ein bisschen stärker ins Digitale denken, können vielleicht viel, viel mehr Kinder in Deutschland auch von deinem Engagement partizipieren. Und trotzdem kann es ja ganz regional starten. Darauf freue ich mich. Ich bedanke mich bei dir. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war ganz super. Gerne, ich danke Ihnen. Danke. Ja, und da sind wir wieder zurück. Vielen Dank für den Einblick. Ich fand das Interview mit Christian Tschirkott sehr, sehr schön. Ich habe richtig gespürt, wie die Energie in ihm liegt, jetzt wirklich auch sein Herzensprojekt umzusetzen. Und vielen, vielen Dank, Christian, dafür. Wir haben noch ein bisschen geplaudert so über seine familiäre Situation und was er alles tut. Und es ist einfach zu spüren gewesen, wie wichtig diese Unterstützung ist. Dann sind wir wieder bei Anja. Anja, du darfst loslegen und jetzt verkünden, wer sind denn unsere Preisträger beziehungsweise wer sind unsere Stipendiaten bei 3 für mehr? Ja, jetzt ich wieder als die Glücksfee. Also neben Christian, den wir eben schon gehört haben, habe ich hier, also ich würde beginnen mit den Schülerinnen und Schülern. Wir haben 2 Kategorien tatsächlich benannt, einmal Studierende und zum anderen Schülerinnen und Schüler. Ich habe hier noch Carina Burkhardt vom Gymnasium Ravensburg, Diana Dokai vom Heinrich-Schliemann-Gymnasium Berlin, Elena Eberhardt aus der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim, Franziska Faltelhauser aus dem Luisenburg-Gymnasium in Bunsiedel, Tizia Nolan, auch aus dem Luisenburg-Gymnasium Bunsiedel, Anton Reuter, gleiche Schule, oh, da haben sich sehr viele beworben, Larissa Werner, Katja Zupev und Finja Kutschitzki und dein Stichwort Thomas Gerno Isofialo. Genau, Tiano ist ja ein leistungsstarker Berufsschüler. Das finde ich sehr schön, dass wir hier auch Berufsschüler mit dabei haben. Er macht die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Und das fand ich auch interessant, dass wir ein sehr breites Spektrum haben, nicht nur in ganz Deutschland, das sehen wir nachher auch noch mal kurz von unseren geförderten Projekten, sondern dass wir auch über alle verschiedenen Berufsausbildungen hinweg, aber auch in den Studienfächern ganz unterschiedliche Menschen haben, die sich engagieren. Er ist jemand, der sich relativ stark im Bereich Umwelt engagiert und nun mit dieser Unterstützung das noch sehr viel besser machen kann. Und so wie es vielen anderen jungen Menschen geht, geht es auch Tierno, weil alles nur mit dem Handy zu machen, ist an vielen Stellen doch sehr komplex. Und ein Teil unseres Paketes, was wir für die Schülerinnen und Schüler und die Studentinnen und Studenten aufgesetzt haben, ist eben auch ein gutes digitales Endgerät. Die Politik sagt ja auch, wie es geht. Es dauert und bei uns geht es ein bisschen schneller, weil wir ein bisschen kleiner sind, aber vielleicht auch ganz tolle Partner mit dabei haben. Und bald können wir dann auch zusammenarbeiten. Anja. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Studierenden. Da habe ich Robin Balzereit, Universität Mainz, Melina Baschista von der Universität Duisburg, Friederike Baumann von der Medical School in Berlin, Diana Etzerex, Pädagogische Hochschule in Karlsruhe, Lea Grimm, Universität Potsdam, Natascha Hohenbühler, Universität Augsburg, Stella Immo von der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Hannes Kern, Universitätsklinikum Karl-Gustav-Karus in Dresden und Jan Kraus, Amt für Soziales. Genau, das ist einer der ganz typischen Fälle, den wir hier bei uns haben. Jan hat auch Herzchen bekommen, also auch er ist einer unserer Herzensprojekte, seine Förderung, weil er hat eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker abgeschlossen und wurde, na was meinen Sie wohl, natürlich nicht übernommen. Die ganze Branche leidet ganz enorm. Und jetzt macht er einen Bundesfreiwilligendienst am Amt für Soziales und engagiert sich bei den Wiesbaden mit dem Finanz-ABC. Und das ist wirklich was, wo wir sagen, hey, da brauchen wir Unterstützung, wir brauchen euch junge Leute. Und übrigens, das haben Sie vielleicht gar nicht so bemerkt, es ist ganz gut gemischt zwischen jungen Frauen und jungen Mädchen und Jungs und Schülerinnen und Schülern. Und nachher werden wir auch noch eine erleben, denn Diana Etzerex war auch eines unserer Herzensprojekte. Aber dazu ein bisschen später, Spannung muss bleiben. Anja, bitte wieder. Okay, dann bekommen noch ein Stipendium Aurelia Kusumastuti der Universität Berlin, Christina Lupinski, Eberhard Karls Universität in Tübingen, Lisa Neuland, Martin Luther Universität Halle, Philipp Oetzren Universität Hamburg, Sarah Rinderknecht von der Jade Hochschule in Wilhelmshaven und Julian, oh, und es kommen noch mehr, Entschuldigung, Julian Risse von der Universität Hamburg, Anastasia Sergeva, Freie Universität Berlin, Maxim Stark, der School of Management and Law in Zürich, Adam
Tschekeli, Technische Universität München, Celine, Weimar, Dittmar, Freie Universität Berlin. Entschuldigung, wenn ich bei manchen Namen etwas stocke, aber auch nochmal hier von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Natürlich, ich freue mich wahnsinnig. Sie haben gemerkt, wir haben sogar einen ganz kleinen Ausreißer in die Schweiz mit dabei. Aber das kann ja nur gut sein, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und auch hier gibt es ein Coaching-Angebot. Wir unterstützen euch nicht nur mit dem Hardware. Ihr bekommt de facto das Kindergeld fast verdoppelt für 6 Monate. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr Zeit, miteinander diese tollen Projekte, die ihr euch vorgenommen habt, auf den Weg zu bringen. Und es wird in unseren Wirtschaftswerkstatt-Kanälen eine Menge zu berichten geben. Jetzt kommen wir zur dritten Kategorie und müssen ein bisschen auf die Zeit drücken, sehe ich schon, aber das schaffen wir. Die dritte Kategorie, das sind unsere Schulen, mit denen wir eng zusammenarbeiten vom Anbeginn der Wirtschaftswerkstatt. Das Programm heißt Educate. Hier ging es darum, engagierte Lehrkräfte und die Schulen zu fördern. Und auch da konnte ich ein Interview im Vorfeld führen. Das Interview habe ich geführt mit Heike Schmutzler und Markus Wagner. Wir kennen uns aus dem Gymnasium Wunsiedel. Ich winke rüber nach Wunsiedel und sage wieder, Film ab. Herr Wagner, wir kennen uns ja. Sie waren letztes Jahr dabei bei unserem Kolleg beim Wettbewerb der Wirtschaftswerkstatt. Wie haben Sie das jetzt so eigentlich erlebt, als Sie wieder zurückgekommen sind mit Ihren Schülerinnen und Schülern? Ja, also das war ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben ja Distanzunterricht gehabt. Wir haben das dann dank der Hilfe der Wirtschaftswerkstatt mit Microsoft Teams machen können. Teams haben wir mittlerweile sogar selbst an der Schule noch bis zum 31.12. Mhm. Und die große Herausforderung war, die Schüler bei der Stange zu halten, zumindest im Unterricht. Beim Projekt war das ein bisschen einfacher, weil die hochmotiviert waren. Und dadurch haben die ihre Projektaufträge gut erledigt. Im zweiten Projektteil war dann meine Kollegin hauptsächlich bei der Arbeit mit den Schülern. Im ersten Teil haben wir Projektmanagement mit ihnen gemacht und Arbeitspakete aufgeteilt und dadurch lief das dann ganz gut im zweiten Teil. Das finde ich ganz interessant, weil ich kann Ihnen was verraten. Auch in Unternehmen steht das Thema Projektmanagement im Moment ganz im Fokus, weil es ist nämlich gar nicht so einfach, irgendetwas ins Digitale zu übertragen. Nur auf den Schulen liegt im Moment ein Fokus. Frau Schmutzler, Sie haben dann im zweiten Teil mit betreut. Wie ist es so abgelaufen in dem digitalen Raum mit dem Projekt? Ja, also dank Microsoft Teams konnten wir uns wirklich zum regulären Unterrichtszeit am Dienstagnachmittag haben wir uns immer verabredet und haben uns getroffen. Und ich war begeistert, dass ich also wirklich immer eine Beteiligung von 95-100% hatte. Wow. Von den Schülern, die also wirklich alle mitgemacht haben, die sich dann auch sehr, sehr schnell in diese Plattform-Teams eingearbeitet haben und dann selber zum Beispiel das Notizbuch gestaltet haben, während wir dann diese Online-Sitzungen hatten, auch die Protokolle selber mitverfasst haben und dann Aufgabenverteilungen vorgenommen haben nach dem Projektmanagement. Also wir haben ja da diese wunderbare Anleitung gehabt, wie man so ein Projekt überhaupt angeht. Und die haben das dann wunderbar gestaltet, genau nach dieser Reihenfolge, und sind dann ganz aktiv geworden, haben dann selber sogar vor Ort Filmchen gedreht, als wir dann wieder ein bisschen raus durften, haben die dann alle auch mit in ein Format gebracht und mit eingespeist in das Notizbuch, so dass wir dann wirklich am Endeffekt einen wunderbaren Überblick hatten über das Thema Direct Trade. Jo. Und das freut mich besonders, dass wir endlich positive Beispiele haben. Wir müssen mehr darüber reden. Das tun wir auch. Jetzt sind Sie bei unserem neuen Programm dabei, erhalten eine finanzielle Förderung. Das konnten wir noch nie. Das können wir jetzt tun. Herr Wagner, was planen Sie damit zu machen? Ja, wir befinden uns mitten in der Digitalisierungswelle. Wir konnten einiges bei uns an der Schule schon umsetzen. Alle Klassenzimmer sind mit Dokumentenkameras und Beamer ausgestattet. Mhm. Wie gesagt, wir haben im Moment Teams. Es werden Tablets angeschafft für die Fünft- und Sechstklässler. Da läuft schon recht viel. Genau wissen wir es noch nicht, was wir machen. Das Ganze ist ja in einem Konzept eingebettet. Und nachdem wir jetzt auch den Betrag kennen, der uns da zuteil wird, und der ist ja wirklich richtig, richtig hoch, da freuen wir uns sehr drüber, werden wir das in unser Konzept einbringen, wahrscheinlich zugunsten der Fachschaft Wirtschaft und Recht, denn die staatlichen Budgets sind ja immer begrenzt bei diesen Dingen. Genau, ich glaube, da können wir Sie sehr, sehr gut unterstützen. Es ist ja auch ein Coaching mit in dem Paket und so weiter, sodass Sie wirklich
in Ihrer Fachschaft auch vorankommen. Wenn Sie uns als Wirtschaftswerkstatt was mit auf den Weg geben, einen Wunsch hätten, haben Sie etwas, wo Sie sagen, achtet darauf oder nehmt das mit, das würde uns noch sehr helfen? Also auf alle Fälle weitermachen, die niederschwelligen Angebote für die Schüler beibehalten. Gerne auch digital unterstützt, selbst wenn normale Treffen wieder möglich sind, weil diese digitale Transformation, die wir letztendlich in der Schule haben, die soll ja nicht stehen bleiben, die soll ja weitergehen. Und da braucht es immer wieder Anreize für die Schüler genauso wie für die Lehrer. Ich habe da noch eine Ergänzung, weil vor allen Dingen auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben in den letzten Jahren, die sind genau am Puls der Zeit und gehen damit auch wirklich mal von unseren reinen Lehrplänen ein bisschen weg in die ganz aktuellen Geschehnisse. Und also die Themenwahl der letzten Jahre fand ich da ganz fantastisch. Und wenn Sie da dranbleiben, dass wir wirklich so ganz aktuell arbeiten können, dann sind wir wunderbar mit dabei. Das ist genau die Idee, und da bin ich auch froh, dass wir mit der Schufa zusammen da wirklich richtig vorne am Wind segeln und Ihnen auch immer ein Stückchen Neues mit auf den Weg geben und viel schneller unterwegs sind als alle Schulverlage der Welt. Vielen, vielen Dank für das kleine Interview. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. So, da bin ich wieder zurück. Vielen Dank an Heike Schmutzler und Markus Wagner mit den Einblicken in das schulische Leben. Wir haben vorbereitet, um Ihnen mal so einen kleinen Überblick zu geben, eine Landkarte. Die würde ich jetzt nebenbei einmal teilen, weil wir wollten Ihnen schon sehr, sehr gerne mal zeigen, wo überall unsere Projekte sind. Und während ich das tue, bitte ich Anja, das geht ja alles ganz wunderbar parallel, auch mal die Schulen zu nennen, die wir fördern. Es sind 7 an der Zahl. Richtig, Thomas. Also wir hier keine Liste mit 30 Schulen, es sind insgesamt 7. Neben dem Luisenburg-Gymnasium, was wir gerade gehört haben, gibt es die Schulze-Delitz-Schule in Wiesbaden mit dem Herrn Rosbach, die Freie Schule Pankow mit Charlotte Wetzel, die Berufsbildende Schule Mainz mit Alfred Schäfer, die Kolping-Akademie in Neu-Ulm mit Frau Domke, Heinrich-Schliemann-Gymnasium mit Frau Lindner und das Kaufmännische Berufskolleg Oberberg in Gummersbach mit dem Herrn Müller. Herzlichen Glückwunsch! Genau. Und wie Sie sehen können, auf der Karte sind alle Einrichtungen gut verstreut. Nur der Norden, da müssen wir bei der zweiten Runde, die ich ja schon mal so ganz vorsichtig ankündige, noch ein bisschen nachbessern. Ansonsten hier oben in Nordrhein sehr viele Projekte und viele Studentinnen und Studenten, die wir fördern. Das ist ja auch ein sehr bevölkerungsreiches Gebiet. Und wir haben natürlich auch im Norden Schulen mit dabei. Wir haben Social Up, also das heißt unsere Studentinnen und Studenten mit dabei. Also hier geht es nicht, da geht es sozusagen in alle Regionen. So, vielen Dank bis dahin. Und nun hatte ich vorhin schon ganz kurz angekündigt, wir haben wirklich auch sehr kreative und wie ich finde auch ein bisschen verrückte Stipendiaten mit dabei. Und wir werden jetzt ganz kurz ein Live-Act einschalten, damit wir uns auch noch mal kurz vor der Diskussion ausschütteln können. Bei uns ist gleich Diana Itzerex. Sie ist Stipendiatin, jetzt hier bei 3 für mehr. Sie engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit und macht aber auch noch etwas, was Sie gleich spüren werden. Sie macht nämlich Musik. Ich gucke mal rüber. Diana, bist du schon da? Ja, vielleicht könnt, hallo. Vielleicht könnt ihr sie mal spotlighten. Wunderbar. Hallo, Diana. Ich habe ja schon ein bisschen verraten, was du machst, ohne genau zu sagen, was du machst. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist für alle jetzt groß zu sehen. Ich denke mal zu Hause. Mikrofon ist an, das Instrument auch gestimmt. Dann, ich sag mal, deine Bühne. Hallo, genau. Ich bin Diana Esserix und ich spiele Konzerte in Gefängnissen seit 3 Jahren. Macht das ehrenamtlich und das ja, hat immer wieder für spannende Begegnungen mit Menschen gesorgt und hat mich auch sehr musikalisch beeinflusst, weil das natürlich ganz besondere Themen sind, die dort im Gefängnis ja, herrschen. Und genau, habe das auch versucht, musikalisch zu verarbeiten und ein Ergebnis davon darf ich jetzt für euch vorspielen. Der Song heißt If I Were You, also wenn ich du wäre. God knows I wanna be patient, oh I wanna be kind, but here I am again, it's my own business that I'm lying, and I remind myself, oh, just
scared. I tell myself if I were you, I'd just give it a try. Just give it a try. Just give it a try. If I were you, I'd just give it a try. Just give it a try. Just give it a try. If I were you, I'd run the extra mile again. If I were you, I'd wait for her and make sure that she stands. If I were you, if I were you, if I were you, this is my death. Be aware of what's happening around you. What's happening around you. God knows I wanna be better. Oh, I wanna be strong, but here I am again. I knew I'd fake it all along. And I remind myself, oh, just hold on, I dear myself. If I were you, I'd fight until I've won. Fight until I've won. Fight until I've won. If I were you, I'd fight until I've won. Fight until I've won. Fight until I've won. If I were you, I'd run the extra mile again. If I were you, I'd wait for her and make sure that she stands. If I were you, if I were you, if I were you, this is my day. Just be aware of what's happening around you. Of what's happening around you. Of what's happening around you. Around you. Around you. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Diana. So geht nämlich gesellschaftliches Engagement bei der Schufa mit viel Emotion, mit gelbem Pulli. Also vielen, vielen Dank. Und deshalb bewerbe ich auch gerne, dass du auf Startnext dein erstes Album gerne bewerben möchtest. Das sage ich gerne. Fantastische Sache. Ich hoffe, wir hören noch mehr von dir. Aber was nutzt es alles, wenn wir uns hier engagieren, wenn die Unternehmen in Deutschland so vorne weglaufen, wie das die Schufa macht, wenn wir nicht auch im Gemeinwesen miteinander gut vernetzt sind und vorankommen? Und deshalb freue ich mich, dass wir die Bundespolitik mit an Bord haben. Das ist gerade in der jetzigen Zeit extrem notwendig. Bei uns ist Dr. Carsten Brodesser. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages, er ist von der CDU und im Wahlkreis Oberbergischer Kreis unterwegs. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich winke auch einmal rüber. Herr Brodesser, nehmen Sie uns mal mit: Bildung stärken, Jugendliche unterstützen. Das ist gerade in der Corona-Krise extrem wichtig. Das ist jetzt Ihre Bühne. Bitte schön. Ja, lieber Herr Schmidt, lieber Herr Dr. Schröder, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass es dann doch noch geklappt hat, trotz technischer Schwierigkeiten, weil der Bundestag hat eine meterdicke Firewall und die müssten wir heute Morgen erstmal knacken, um überhaupt an dieser Microsoft Teamsitzung teilzunehmen. Umso mehr freue ich mich, dass so viele von Ihnen heute zu dieser Veranstaltung gefunden haben, trotz widriger Umstände, trotz Corona. Ich glaube, wir alle hätten es besser gefunden, wenn wir uns auch physisch hätten kennenlernen können, aber Technik macht es möglich. Insofern bin ich froh und dankbar, dass wir uns zumindest in diesem Format heute treffen. Ja, finanzielle Bildung, inwieweit ist das ein Thema der Politik? Ich bin ja selbst nicht nur Politiker, sondern bin ja selbst auch mal zur Schule gegangen und bin auch Familienvater. Ich habe selbst 3 Kinder, wobei 2 Kinder noch in der weiterführenden Schule sind. Und ich stelle fest, dass wir ja in einer Wissensgesellschaft leben und dass das Wissen ja von Jahr zu Jahr immer schneller wächst und sich die Rate der Wissensverdopplung in den letzten Jahren ja auch rasant entwickelt hat. Ich habe das gerade mal gegoogelt. 1950 bedurfte es noch 50 Jahre, um das Wissen zu verdoppeln. 1980 waren es noch 7 Jahre und wenn ich Google vertrauen kann oder dem Eintrag,
wird sich im Jahre 2020 alle 73 Tage das Wissen verdoppeln. Wenn man das weiß und dann aber einen Blick auf die Lehrpläne wirft, dann stellt man fest, dass sich die Lehrpläne im Wesentlichen in den letzten 30 Jahren eben nicht verändert haben, weil wir auch nur eine feste Zeit zur Verfügung haben. Damit will ich jetzt nicht alles über den Haufen werfen, sondern nur dazu aufrufen, sich kritisch auch mit Lehrplänen auseinanderzusetzen, die dahingehend zu überprüfen, ob sie denn auch den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Ich weiß, es ist nach wie vor wichtig, einen dialektischen Besinnungsaufsatz schreiben zu können, sich mit Faust auseinandersetzen zu dürfen, zu wissen, was eine Doppelhelix ist, was das Crickson-Watson-Crick-Modell ist. Das sind alles notwendige Dinge. Aber ich stelle eben auch fest, als ich die Schule verließ und als meine Tochter die Schule verließ, hatte ich relativ wenig Ahnung von wirtschaftlicher Bildung, von ganz pragmatischen Dingen. Was ist ein Vertrag? Was sind die notwendigen Bestandteile eines Vertrages? Was ist ein Sparprozess? Wie funktioniert eine Versicherung? Was ist ein Girokonto? Worauf muss ich achten, wenn ich Verträge abschließe? Und ich glaube, diese Lücke muss die Schule schließen, aber nicht alleine, sondern da sind eben auch Partner aufgefordert, diese zu schließen. Und da nenne ich dann eben in erster Linie auch die Unternehmen und Organisationen wie die Schufa, die dankenswerterweise diesen Mangel versucht zu schließen und mehr Finanzbildung in die Schulklassen zu bringen und Schüler dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, sich eben auch mit wirtschaftlichen Grundfertigkeiten auseinanderzusetzen. Und insofern kann ich das nur begrüßen, diese Initiative, dass man versucht, im schulischen Unterricht, aber auch in außerschulischen AGs oder auch in, ich sag mal, Begegnungen zwischen Theorie und Praxis, zwischen Unternehmen und Schülern, eben diese wirtschaftlichen Grundfertigkeiten auch zu erzielen. Was kann die Politik machen? Ich könnte mir einen schlanken Fuß machen und sagen, ja, Bildungspolitik ist ja Landessache und da müsste die Kultusministerkonferenz dann auch tätig werden und im Rahmen der Lehrplangestaltung oder Lehrplandefinition auch neue Bildungsinhalte definieren. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess, aber es findet eben auch tatsächlich statt. Und insofern freue ich mich, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, dass es ab dem Schuljahr 2020, 2021, also im laufenden Schuljahr bereits jetzt verpflichtend ist, ab der Sekundarstufe 1, das Fach Wirtschaft anzubieten, ein zweistündiges Thema, wo eben genau diese Punkte adressiert werden, wo wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt werden, aber auch so alltäglich wichtige Dinge wie, wie ernähre ich mich richtig, worauf muss ich achten, um den Einstieg hinterher ins Berufsleben und ins Praxisleben auch zu ermöglichen. Ich freue mich über die zahlreichen Initiativen, die die Schufa hier begleitet, freue mich natürlich außerordentlich, dass auch das kaufmännische Kolleg in Gummersbach gefördert wird. Ich würde gerne selber zeitnah mal mir das mal vor Ort angucken. Bin derzeit gerade dabei, an meinem heimischen Gymnasium in Bündler auch mit Hilfe der Schufa eine ähnliche Initiative aufzuziehen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Grundfertigkeiten zu vermitteln und dass wir damit das Richtige in den Rucksack packen für die Kinder und für die jungen Erwachsenen, wenn sie die Schule verlassen. Und insofern finde ich das toll. Ich wünsche allen Teilnehmern weiterhin viel Erfolg bei ihren Bemühungen, allen Mitwettbewerbern, die diesmal leider keinen Preis gewonnen haben, kann ich nur ermutigen, sich weiterhin zu bewerben. Und der Schufa darf ich ganz ausgesprochen danken an dieser Stelle für ihre Initiative, weil das nicht selbstverständlich ist. Und insofern freue ich mich auf die weiteren Inhalte der heutigen Diskussion. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Und gar zu gerne wären wir nach Gummersbach oder direkt in Ihren Wahlkreis gekommen. Das holen wir nach, das kann ich schon ankündigen. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ich war schon einmal in Gummersbach an der Schule und wir haben ein wahnsinnig, wirklich kompetentes Team dort kennengelernt, die sich dem Thema Wirtschaft widmen und die wirklich in der Bildung da beispielhaft in Deutschland zeigen, wie man es machen kann. Und ich freue mich, wenn wir vorbeikommen. Ich muss wieder ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir wollen jetzt eigentlich klassischerweise so eine kleine Diskussion machen. Das geht immer nicht ganz so leicht im Digitalen. Und wir haben jetzt folgendes Verfahren vorgeschlagen. Wir machen für alle Beteiligten an unserer kleinen Panelrunde so zwei Anfangsfragen. Halten Sie sich ruhig oder fassen Sie sich gerne ein bisschen kurz und am Ende gibt es ein Abschlussstatement. Wir werden Sie dazu alle gemeinschaftlich einblenden
Da ist die Regie gerade dabei, sodass wir die Mitdiskutanten sehen. Und dabei sind Dr. Ole Schröder, Thomas Sonnenborg, Jurymitglied. Viele kennen ihn aus dem Fernsehen von RTL. Er ist dort der Sozialarbeiter lange Jahre gewesen. Dr. Carsten Brot, er bleibt auch noch, das freut mich. Luna Wenzel, unsere Jüngste, die darf auch gleich anfangen. Thomas Bode, Henning Müller und das war's dann schon. So, Luna, wir wollen mit dir anfangen. Bist du da, Luna? Ich frage mal. Luna ist nicht da. Okay, das passiert heutzutage. Sie kommt. Ach so, na gut, dann machen wir weiter. Dann kommen wir zu Thomas Sonnenburg. Ich sag mal, hallo Thomas, wir duzen uns. Wir sind nicht nur in einer Stadt, wir haben den gleichen Vornamen. Du engagierst dich ja seit vielen, vielen Jahren auch sehr, sehr, sehr öffentlich mit deinem Fernsehthema für das Soziale in diesem Land. Wenn es jetzt um den direkten Austausch von jungen Menschen geht, was meinst du, was sind so im Moment für die jungen Menschen die größten Herausforderungen? Na gut, also wir müssen natürlich darüber reden, was wir heute hier besprechen. Und das ist natürlich ein großes Thema Geld. Also ich habe in den vielen Jahren, in denen ich mit jungen Leuten arbeite, tatsächlich ganz, ganz viele kennengelernt, die sich hoch verschuldet haben. Ich habe junge Menschen kennengelernt, die mit 21 Jahren 25.000 Euro Schulden hatten und wo es dann ein langer Weg ist, wieder rauszukommen, die zum Teil dafür ins Gefängnis gekommen sind, weil sie eben mit den Handyverträgen und so weiter. Und ich finde die Initiative der Schufa da super. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass wir solche Sachen auch fördern, wie zum Beispiel von dem vorhin, jetzt versucht, sein Angebot digital zu machen, weil das ist etwas, was mir auffällt, dass den jungen Menschen jetzt, glaube ich, am meisten fehlt, sich treffen zu können, in der Form ausgelassen sein zu dürfen, wie es bisher der Fall war, dass sie Begrenzungen erfahren, die sie nicht vorher erfahren haben. Und hier ist es wichtig, sozusagen Konzepte zu entwickeln, dass das ein bisschen unterstützt wird, immer mit dem positiven Blick in eine Richtung, dass es besser wird und dass es wieder auch anders wird und wir uns dann alle mal auf einem neuen Niveau, hoffentlich geimpft, an diesem Virus vorbei wieder treffen können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das, was wir hier heute besprechen, eine wirklich sehr, 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 sehr gute Initiative ist, weil es eben direkt bei den jungen Leuten ankommt. Und ich will nochmal wiederholen, was Dr. Schröder vorhin gesagt hat. Die Einsendungen waren zum Teil so emotional. Wir haben so unglaubliche auch Lebensgeschichten erfahren, die uns alle berührt haben. Und deshalb bin ich auch der vollen Überzeugung, dass das, was wir hier machen, etwas sehr, sehr Gutes ist. Thomas, lass uns aber ruhig doch noch mit einer zweiten Frage noch mal in den Maschinenraum der jungen Menschen hineinschauen. Bildungseinrichtungen, Betreuungseinrichtungen, Kunst, Kultur, andere Einrichtungen sind geschlossen. Alles ist irgendwie im Digitalen, funktioniert ja auch vieles und trotzdem lauern ja auch neue Gefahren. Was ist so dein Eindruck, wie machen das die jungen Leute? Kommen sie gut klar oder sagst du, nee, da ist schon auch wirklich ein großer, da ist schon auch ein Thema? Naja, ich meine, es ist ein Thema. Ne? Wir reden hier immer von den jungen Leuten hier heute in diesem Bereich, die sich engagieren. Das sind die Guten, das sind die, die Perspektiven haben, die Ziele formuliert haben, die vielleicht aus Elternhäusern kommen, die ganz andere Basis darstellen. Aber wir sehen natürlich auch in den Medien die jungen Leute, die sich am Abend treffen, nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft, mit ihren Leidenschaften, mit ihren Bedürfnissen und die dann mit der Polizei aufeinandertreffen. Und das ist ja nicht wenig. Also das ist zum Beispiel wirklich etwas, was junge Menschen umtreibt. Wie kann ich meine Jugend leben? Ne? Also das ist etwas, und wir sind natürlich jetzt hier, selbst wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, alles gestandene Persönlichkeiten, noch ältere Semester. Das liegt schon eine Weile zurück, aber wir erinnern uns gerne an genau die Zeit, nämlich mit den Leuten dann, die wir wollten, mit unserer Peer Group zusammen zu sein. Und das fehlt jungen Menschen im Moment. Und da sehe ich einen großen Nachholbedarf auch von der Politik, hier eine Ansprache zu finden, die jungen Menschen berühren. Und deswegen glaube ich, ist es immer gut, junge Menschen sprechen zu lassen für die gleiche Gruppe, weil es ist doof, wenn wir Alten da irgendwelche mahnenden Zeigefinger erheben, die irgendwie dann gar nicht ankommen. Also ich glaube, dass wir wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind.
die jungen Menschen auch sehr belasten wird. Es wird tatsächlich auch Schäden verursachen, das ist meine ganz persönliche Meinung, wenn wir es nicht schaffen, im Prinzip hier wieder den Fokus auf eine positive Zukunft, auf eine positive Gesamtentwicklung zu legen und wir damit den jungen Menschen mehr Mut machen. Und das ist etwas, was diese Initiative hier kann, aber was wir eben da auch, wenn ich das Mitglied des Bundestages sehe, natürlich aus der Politik, ist das jetzt mein Appell, genau dorthin, da kann die Politik eine Menge für leisten und natürlich medial auch geleistet werden. Und da, finde ich, sind wir schlecht aufgestellt, weil das, was wir momentan im Fernsehen sehen, macht eher Angst. Und es macht vor allen Dingen dann jungen Menschen Angst, wenn sie nicht aufgeklärt sind. Und da haben wir eine ganze Menge als Erwachsene mit zu tun. Ich sehe mich da auch selbst in der Verantwortung. Und auch deshalb war es für mich der Grund, hier in diesem Gremium mitzumachen. Vielen Dank, Thomas. Dann machen wir mal das, was du vorgeschlagen hast. Luna ist jetzt da. Ich rufe mal Luna. Können wir dich sehen? Ja, hi. Hallo. Noch sehe ich dich nicht. Warte, muss ich erstmal hier kurz meinen Bildschirm aufräumen. So, also Luna, der Thomas, da bist du jetzt. Alles wunderbar. Luna, Thomas hat es gerade gesagt, das sind schon Herausforderungen. Wie hast du denn jetzt wirklich mit deinen Freunden so die letzten Wochen erlebt? Nimm uns mal mit. Also es ist auf jeden Fall schwer, gerade im Kontext der Universität, im Kontext des Online-Semesters. Ich habe jetzt natürlich Glück, dass ich schon eher am Ende meines Studiums stehe und deshalb nicht mehr so viele Kurse habe oder die ich habe, weiß ich auch, wie ich die wie ich da dort arbeiten kann, auch alleine. Aber ich kenne einige Leute, unter anderem ein paar Freunde von mir oder mein jüngerer Bruder, die jetzt erst am Anfang ihres Studiums stehen und noch gar keinen Kontakt so im richtigen Leben mit ihren Kommilitonen hatten oder mit ihren Professoren, sondern einfach alles online machen müssen oder sich selbst erarbeiten müssen. Und da fehlt eigentlich schon auf jeden Fall Struktur oder einfach generell dieser zwischenmenschliche Kontakt, gerade wenn man zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen musste oder Leute, die das gar nicht haben und deshalb bei ihrer Familie bleiben müssen, eben weil das Semester online ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, aber auch einfach die Ressourcen. Zum Beispiel habe ich jetzt einige Freunde, die an ihrer Bachelorarbeit arbeiten und zum Beispiel im letzten Semester gar keinen Zugriff auf die Bibliotheken hatten. Oder auch jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wer von Ihnen im Homeoffice arbeiten muss oder so, aber ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass es sehr schwierig ist, zu Hause die Konzentration zu haben, gerade wenn man nur ein Zimmer hat, was gleichzeitig Wohnzimmer, Schlafzimmer, Aufenthaltszimmer ist und dann da auch noch zu arbeiten. Aber auch eigentlich in jedem Aspekt, zum Beispiel wenn man auf Wohnungssuche ist, ist es total schwierig momentan, also in Berlin sowieso, aber es ist sehr schwierig, dort überhaupt einen Termin zu bekommen, um für eine Besichtigung. Und wie schon vorher erwähnt wurde, eben einfach, dass es nicht wirklich viel gibt, mit dem man sich so beschäftigen kann, wenn man sich nicht treffen kann, wenn man nirgends hingehen kann. Und das schlägt auch auf die Psyche. Also ich habe viele Freunde, die sich in dieser Zeit sehr desorientiert fühlen oder über den Sommer, wo der Lockdown aufgehoben wurde, es schwer fanden, überhaupt wieder in dieses Sozialleben reinzukommen, weil sie irgendwelche Unsicherheiten entwickelt hatten oder so. Es ist von allen Seiten schwierig. Klar, die meisten meiner Freunde und auch ich selber sind in sehr privilegierten Positionen, dass wir eben Unterstützung unseres Umfelds haben, unserer Familie, unserer Freunde, auch der Universitäten. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Platz dafür, dass Dinge schiefgehen und nicht so laufen, wie es jungen Leuten eigentlich gegeben sein sollte, dass sie eben eine Chance auf eine gute Zukunft haben. Jo.
Luna, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, die brauchen wir. Können wir Luna ganz kurz noch zeigen, weil ich was Schönes gesehen habe. Ich glaube, das spricht ein bisschen dafür. Das sind die Bilder, die an deiner Wand hängen. Da hängen ja einmal diese ganz Durcheinanderpfeile. Da muss ich die ganze Zeit hinschauen. So ist ja Jugend auch ein kleines bisschen. Und ich glaube, so fühlen wir uns gerade. Aber wie ich sehe, gehörst du ja zu jemandem, die auch versucht, Ordnung hineinzubringen. Denn das obere Bild hat ja schon so ein bisschen Pfeile in der Ordnung. Und das fand ich eigentlich ganz schön und ganz treffend. Danke erstmal bis hierhin. Das war für mich sehr emotional und auch wirklich so sehr, sehr ehrlich, und das brauchen wir. Bei uns ist dann noch Herr Bode. Herr Bode, ich winke auch schon mal rüber. Hören Sie mich hören, Herr Bode? Die übliche Frage von der Schuldnerberatung der AWO in Göttingen. Er sagt, er kann mich hören. Dann würden wir gerne mal hier reinschauen. Schuldnerberatung in Zeiten der Pandemie. Wie kann überhaupt jetzt soziales Engagement noch funktionieren, wenn wir in der Distanz arbeiten? Herr Bode. Ja, das ist ja quasi so die klassische Frage. Wir machen soziale Arbeit, aber müssen soziale Distanzierung jetzt hier irgendwie praktizieren. Und das ist natürlich schwierig, aber ich würde das eigentlich gar nicht so negativ sehen, sondern ich finde, also zumindest bisher sind bei uns im Grunde alle Ratsuchenden sehr daran interessiert, weiter von uns beraten zu werden und sind auch teilweise sehr daran interessiert, diese neuen Wege zu gehen, und da kommt man trotzdem an die ran. Also ich muss jetzt gerade dran denken, ich hatte eine Videoberatung mit einer Frau, die war schon Mitte 60, und das war halt ihre erste Videoberatung, die sie gemacht hat, und die fand es total toll, dass wir das dann hingekriegt haben, und also das war einfach was Positives, und solche Momente gibt es auf jeden Fall auch. Also genau. Okay, wir sind ja hier in der... Das Setting ist natürlich verändert, das ist klar. Ne? Ja. Also dieses, man sitzt zusammen am Beratungstisch, guckt sich in die Augen und hat natürlich auch ein Gefühl füreinander. Das ist ja halt etwas anders jetzt. Aber ich denke, das ist ja was womit ja alle umgehen müssen. Und ja, also so schlecht funktioniert es ehrlich gesagt nicht, finde ich. Das freut mich, dass wir auch Mut bekommen von Ihnen. Jetzt sind wir ja hier und wollen nicht nur sagen, wie gut es ist oder so, sondern wir wollen ja wirklich in einen Austausch treten. Was sind so Dinge, wo Sie sagen, wo Politik oder auch Wirtschaft in den letzten Wochen hätten mehr tun können, oder wo sagen Sie auch, wo drückt uns auch noch mehr der Schuh, dass wir das vielleicht ein Stück mitnehmen können? Ja, also da habe ich natürlich jetzt was ganz Konkretes. Und zwar geht es darum, dass das Insolvenzgesetz novelliert werden soll. Und das ist in dem politischen Prozess, geht das schon eine ganze Zeit, dass das eben passieren soll. Es gab schon Ankündigungen Ende letzten Jahres und es gibt Ankündigungen jetzt zum 1.10. gab es Ankündigungen, die allerdings nicht so, also die einfach nicht umgesetzt wurden. Und das ist für uns in der Beratung ein totales Problem, dass wir also Ratsuchende haben, die mit dem Gedanken Insolvenz spielen, die einfach nicht wissen, wann es denn kommt und wie genau es denn kommt. Und um solche Prozesse zu begleiten, auch als Schuldnerberatung, auch als Szene, auch als Spitzenverbände dann, da brauchst du Ansprechpartner in der Politik, auch auf Bundesebene. Und das wäre sozusagen jetzt mal ein ganz konkreter Wunsch, weil ja auch ein Bundestagsabgeordneter heute hier ist, dass man dann Ansprechpartner hat, mit dem man einfach ja eben da auch Kommunikationskanäle hat, mit dem man über solche Dinge reden kann. Das ist genau die Idee dieser Runde. Wenn ich da mal eben einhake. Ja, gerne. Sie dürfen mich gerne jederzeit zu dem Thema anschreiben. Also Herr Schmidt hat meine Mailadresse, ich kann sie Ihnen aber auch gerne nennen, das ist karsten.brode@bundestag.de. Und ich bin zwar ein Mitglied im Finanzausschuss und nicht Mitglied im Rechtsausschuss, aber wir tauschen uns ja untereinander aus. Insofern kann ich da Ihre Hinweise und Ideen sofort an die Arbeitsgruppe Recht weiterleiten. Ich weiß, dass das Insolvenzrecht derzeit überarbeitet wird und dass man eben von dieser 7-jährigen Zeit jetzt auf eine 3-jährige Zeit runtergehen möchte. Aber wir sind da auf Hinweise aus der Praxis angewiesen. Insofern scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie mir ein paar Sätze. Ich kümmere mich sehr gerne darum. Ja, also das ist natürlich top, super, danke. Jo, und das alles in unserem wunderbaren Projekt. Vielen, vielen Dank dafür. So sollte es nämlich sein. Als nächsten Gesprächspartner haben wir Herrn Müller mit dabei. Der ist vom Kaufmännischen Berufskolleg Oderberg. Ich will auch noch mal in die Perspektive der Schulen einfach hineinschauen. Da wird unendlich viel diskutiert. Und auch hier die erste Frage, wie machen Sie das eigentlich gerade mit diesem Wahnsinn? Es soll alles auf Distanz sein und Masken. Also nehmen Sie uns mal mit, wie es bei Ihnen ganz konkret abläuft.
Ja, hallo in die Runde aus Gummersbach. Zunächst erstmal vielen Dank für den Preis. Herzlichen Dank an die Schufa und die Jury für die finanzielle Unterstützung meiner Arbeit an unserer Schule hier in Gummersbach. Wie sieht es hier ganz konkret aus? Ja, wir haben im Moment die meisten Schüler immer noch tatsächlich im Präsenzunterricht. Es gibt immer mal wieder Klassen, die nach Hause geschickt werden, weil die Quarantäne angeordnet wird. Aber doch überwiegend findet der Unterricht noch in Präsenz statt. Wollen wir hoffen, dass das auch noch lange so vorhält und wir gut durch den Winter kommen. Für alle anderen werden wir natürlich oder bieten wir den Unterricht in einer anderen Form an. Wir haben mittlerweile hier an der Schule dieses Programm Zoom und wir können aus dem Klassenraum heraus quasi die Schüler zu Hause beschulen. Das heißt, wir haben die Leute vor uns sitzen im Präsenzunterricht und alle, die dann zu Hause sind, in manchen Klassen sind es ja nur einzelne Schüler, die können dann quasi online dem Unterricht folgen. Hat also nicht zuletzt der Oberbergische Kreis auch viel Geld in die Hand genommen, um uns da hier zu unterstützen, weil gerade jetzt ist natürlich auch soziales Engagement besonders wichtig, nicht zuletzt auch durch die Bereitstellung digitaler Endgeräte. Da hatten wir im Frühjahr schon Probleme, dass wir da manche Schüler zu Hause nicht erreichen konnten. Und es ist ja sehr, sehr schade, weil gerade zu Hause soll ja niemand alleine gelassen werden. Jeder hat das Recht auf Bildung. Und dadurch, dass jetzt endlich so langsam die digitalen Endgeräte hier auch vor Ort ankommen, erreichen wir damit auch alle Schüler, auch aus den etwas sozial schwächeren Familien. Neu haben wir noch ein Projekt letzte Woche durch die SV ins Leben gerufen. Wir haben uns entschieden, jetzt in der ersten Septemberwoche wieder mal für die örtlichen Tafeln zu sammeln. Alle Schüler und alle Auszubildenden unseres Berufskollegs, das sind über 2000, werden aufgefordert, einen Gegenstand Anfang Dezember mit in die Schule zu bringen. Das kann eine neue Shampooflasche sein, das kann eine Packung Nudeln sein oder irgendwas anderes aus dem Lebensmittelsortiment, was nicht gekühlt werden muss. Und das sammeln wir dann klassenweise in Körben, die uns die Tafel hier vor Ort zur Verfügung gestellt haben. Und diese Körbe holt dann die Tafel an einem bestimmten Tag ab, sodass es da auch wenig Kontakt, also den menschlichen Kontakt gibt, das machen wir dann immer so, organisieren wir das klassenweise. Also das ist so ein Beispiel für soziales Engagement, was ganz aktuell bei uns läuft. Und die Ideen gerade unserer Schülerinnen und Schüler und Auszubildenden, die sind schon wirklich sehr vielfältig. Ja, ich war ja schon mal bei Ihnen und habe ich nicht anders erwartet, dass Sie auch hier kreative Lösungen finden. Das freut mich sehr. Und trotzdem auch noch mal eine Frage. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, hier drückt wirklich der Schuh und hier müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Öffentlichkeit dafür haben? Ja, also natürlich könnte man jetzt eine Aufzählung machen von einigen Sachen, die ganz dringend ist. Ich bin gar nicht so der Freund von jetzt irgendwie so ein Politikbashing oder so zu machen. Das ist ja für uns alle eine komplett neue Situation und jeden Tag sind es neue Herausforderungen. Was wir uns natürlich schon mal so ein bisschen gefragt haben, wir haben ja nun ein Klientel an den Berufskollegs, wo man sagt, die sind ja nun schon älter, unsere Schüler. Wäre es da nicht auch pandemietechnisch möglich, beispielsweise zu sagen, wir bieten flächendeckend den Distanzunterricht an? Dass wir sagen, jetzt sorgen wir und statten die Schüler und Auszubildenden mit den entsprechenden digitalen Endgeräten aus und dann beschulen wir sie im Distanzunterricht von zu Hause aus. Der Lehrer kann ja durchaus in der Schule sein oder die Auszubildenden, die unbedingt sagen, sie möchten gerne in den Klassenraum gehen, die können ja auch gerne kommen. Aber eine Vielzahl an gerade Auszubildenden sagt, Mensch, von zu Hause aus oder aus dem Betrieb raus, wäre es doch viel einfacher, dem Unterricht folgen zu können, gerade in dieser Pandemiezeit. Und da wäre wirklich mal so die Frage an die Politik, kann man da nicht mal so ein bisschen auch schulformgerecht nachfragen? Also das Berufskolleg, wie gesagt, ist nun mal wirklich eine Schulform, wo der Distanzunterricht klappt. Und okay, meine, dann... Nicht nur von den Lehrern, sondern auch von den Auszubildenden und den Schülerinnen und Schülern. Und ich finde, da kann man ja gegebenenfalls auch mal eine Unterstützung bieten. Da gebe ich mal direkt an Dr. Brodesser auch. Kann man doch mehr differenzieren oder sagen Sie, in der jetzigen Situation, um auch rechtssicher zu sein, müssen wir ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle damit leben, dass es nicht so ausdifferenziert ist?
Also erstmal hallo Herr Müller, schönen Gruß nach Gummersbach aus der Hauptstadt. Glückwunsch zum Preis. Das, was Sie sagen, kann ich nur voll und ganz unterstützen. Die Bundespolitik hat ja mit dem Digitalpakt Schule eine Menge Geld in die Hand genommen, um es dann über die Länder an die jeweiligen Schulen zu bringen. Der erste Schritt, der notwendig war und ist und auch bleibt, ist, vernünftige digitale Netze zu schaffen, weil nicht überall in Deutschland habe ich eine gute Empfangsqualität. Wenn ich dann meinen heimischen Wahlkreis im Oberbergischen Kreis denke, ist die Empfangsqualität doch nach wie vor noch sehr heterogen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Das wird derzeit ausgebaut und wird auch hoffentlich schnell abgeschlossen sein. Das Zweite ist, die digitalen Endgeräte zur Verfügung zu stellen, nachdem die Schulen dann an leistungsfähige Netze angebunden sind. Was neben den digitalen Endgeräten aber auch erforderlich ist, ist, dass wir auch digitale Lehrkonzepte haben. Und da muss ich einen Teil des Balles auch wieder zurück an die Kollegin geben, weil oftmals stelle ich fest, dass, obwohl eine hervorragende digitale Empfangsqualität da ist, obwohl alle Teilnehmer mit Endgeräten ausgestattet sind, es oftmals doch dann auch an digitalen Lehrkonzepten mangelt. Wir befinden uns zwar alle in enorm steilen Lernkurven und jeder von uns lernt gerade mit diesen digitalen Formaten umzugehen. Aber da würde ich mir ein bisschen mehr Hilfe auch wünschen, dass man den Kollegen und Kolleginnen an den Schulen an die Hand gibt, um zu sagen, wie setze ich es denn konkret um? Sollten da tatsächlich Bedürfnisse bestehen, gerade in den Schulformen, wo ältere Kinder oder Jugendliche erzogen oder gelehrt werden, jetzt gerade an den Berufskollegen, dann nehme ich den Ball gerne auf. Vielleicht telefonieren wir mal zu dem Thema, wo es jetzt konkret am Berufskolleg Oberberg hapert. Und ich sage mal, aus den Erkenntnissen heraus kann man das ja multiplizieren, weil ich glaube, auch da brauchen wir Impulse aus der Praxis. Also wenn Sie konkret sagen, wir stellen uns Folgendes vor, wir würden lieber konkrete Klassen eben komplett digital unterrichten, dann nehme ich den Ball gerne auf und dann sollten wir da in einen Austausch kommen. Also Geld ist da, es muss nur vernünftig verwendet werden derzeit. Aber ich nehme das sehr gerne auf. Mhm. Vielen, vielen Dank auch dafür, das war so unsere Hoffnung. Jetzt entschuldigen, weil ich muss sofort eigentlich in den nächsten Termin rein, deswegen darf ich an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank sagen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr ganz gerne. Vielen Dank, Herr Brudersen. Ich wollte zurückkommen zu Dr. Ole Schröder. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge auch heute gehört und erlebt. Wie sieht es aus mit der Schufa? Wie ist Ihr Beitrag? Wie wollen Sie weitergehen? Wir haben ja jetzt gestartet mit dem Thema, also wie können wir vor allen Dingen auch, wie das Dr. Brodeser eben gesagt haben, Finanzbildung in Zeiten der Pandemie auch voranbringen. Nehmen Sie uns da auch gerne noch mal ein Stück mit. Ich meine, die Schufa kann mit Sicherheit nicht das auffangen, was an den Schulen auf der Strecke bleibt. Das geht auf gar keinen Fall. Wir können ein Stück mithelfen. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese Krise nicht auf den Rücken der sozial schwachen Kinder austragen. Das ist meine größte Befürchtung. Und ich fand, das hat der Sonneburg ja auch gut beschrieben. Es findet zurzeit kein Sport statt, kein Tanz, kein Austausch. Und Kreativität, aber auch Vertrauen entsteht eben nicht innerhalb einer Videokonferenz. Da können wir Älteren, für uns ist das alles relativ unproblematisch. Wir haben unsere Netzwerke, wir haben unsere Freunde, aus der Schulzeit, die wir anrufen können. Aber das alles muss ja bei den Kindern und Jugendlichen noch erst wachsen. Und das ist meine ganz, ganz große Befürchtung, dass wir den Kindern dafür keine Chance geben. Und wir haben jetzt ja auch im Kreditkompass nochmal eine Umfrage gestartet. Und die Zukunftsängste der Kinder und Jugendliche, die nimmt zu. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm für eine Gesellschaft, wenn wir Kinder aufwachsen sehen, die Zukunftsängste haben. Und die müssen wir ihnen auf jeden Fall nehmen. Und deshalb ist meine Hoffnung auch, dass wir das Risikobudget, was wir als Gesellschaft haben in der Pandemie, dass wir dieses Risikobudget wirklich den Kindern und vor allen Dingen sozial schwachen Kindern zur Verfügung stellen. Und wir wollen als Schufa da ein Stück mithelfen und haben gesagt, das, was wir jetzt an Mehrwertsteuersenkung einsparen, das wollen wir genau diesen Kindern und Jugendlichen geben, die unter den Folgen der Pandemie aufgrund der Schulschließung besonders gelitten haben. Deshalb danke ich Ihnen allen, dass Sie daran mitgewirkt haben. Und vielen
Dank an Diana Itzerex für ihren wunderbaren Beitrag und danke vor allen Dingen auch für das Gelb, für den gelben Kapuzenpulli. Also you made my day. Dafür hat sich die ganze Veranstaltung gelohnt. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich großartig. Ja, da schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Wir haben jetzt noch eine kleine Idee vor, was wir zusammen machen wollen. Normalerweise, wenn so eine Veranstaltung zu Ende geht, dann wollen wir ein Gruppenbild machen. Das wollen wir jetzt auch machen. Das heißt, wir wollen versuchen, dass Sie mal alle Ihre Kamera anmachen. Und wir werden uns hier in der Regie darum kümmern, dass wir in irgendeiner Form dazu kommen, auch ein Gruppenbild zu machen. Ich kann währenddessen Sie alle Ihre Kameras anmachen und die Regie diese Ansicht verändert, dass wir möglichst viele auf dem Bild haben, mich schon mal bedanken. Das ist auch wichtig. Zwei unserer Jurymitglieder waren heute nicht im Bild und Ton mit dabei. Das ist Birgit Bürkin und Professor Piakowski. Vielen, vielen Dank von unserer Seite, dass Sie mit dabei waren. Aber Sie sehen, wir sind schon 10 Minuten drüber. Es ist dann einfach so, ich fand es wahnsinnig spannend. Dankeschön muss ich auch sagen. Natürlich an unsere Mitdiskutanten, an Luna und Thomas, an Herrn Müller, Herrn Bode, Dr. Prodesser und natürlich an Herrn Schröder, aber auch an das Team mit Serena Holm und Dr. Kai Donau. Ohne euch hätten wir das überhaupt nicht auf die Beine bekommen zusammen, das muss man auch mal so ganz deutlich sagen. Und natürlich auch das Team hier. So, ich gucke mal in die Regie rüber. Wie sieht es denn mit dem Gruppenbild aus? Sind es viele? Du kannst es ja schon mal langsam einblenden, dass das mal alle sehen können und mich nicht mehr sehen können. Nur mal erstmal so erste Blende. Kriegen wir das hin oder gibt es noch Probleme? Wir haben ja noch was vorbereitet. Das schafft sie gerade nicht, die Maschine. Das Zweite, was wir normalerweise auf der Bühne machen, also wir machen natürlich hier das Gruppenbild. Also auf unserem Computer können wir das machen. Die Übertragung kriegen wir gerade noch nicht hin. Aber wir haben noch was vorbereitet. Wenn wir ansonsten auf der Bühne sind, dann gibt es natürlich Konfetti. Jetzt sitze ich für euch, für Sie hier alle im Studio. Und ich habe zwei ganz wunderbare Kolleginnen, die wollen das jetzt mal probieren mit der Konfetti-Rakete. Ah! Also das hat dann wenigstens geklappt. Sie kriegen alle noch das Gruppenbild, was wir bei uns aufgenommen haben. Ich bedanke mich bei allen natürlich zuallererst bei der Schufa. Der gelbe Pulli, das war auch mein Highlight. Und bleibt dran, wir melden uns wieder. Wir sind zusammen und wir werden hier wirklich gemeinsam ganz tolle Projekte auf den Weg bringen. Vielen, vielen Dank. Ich winke aus Berlin, bedanke mich nochmal bei allen. Großartig. Danke. Vielen Dank, Thomas, für die tolle Veranstaltung. Danke für die tolle Moderation. Großartig. Jo, ciao, ciao. Danke, tschüss.